Willkommen zurück zu meinem Let's Play von Ultima 6, der falsche Prophet. Ich darf wieder euer Avatar Horst sein. In der letzten Episode, Episode 30, haben wir im Dungeon Shame den guten alten, ausgehungerten Ibarra gefunden. Und wir haben das Kartenstück von ihm bekommen, indem wir ihm ein bisschen was zu essen dagelassen haben. Er war dann ganz glücklich, wollte noch mehr haben, mehr hat man nicht dabei. Aber ich denke mal, für den Anfang sollte es reichen. Wir sind da unten drin stehen geblieben, weil ich mir gedacht habe, wir gehen durch den Dungeon noch ein bisschen in eine Richtung und gucken mal. Es lagen so viele Goldnuggets da unten, die wir dann in der Münze in Britain in Goldstücke umwandeln können. Denn ich brauche definitiv wieder Reagenzien für Zaubersprüche und ich denke auch ein paar Pfeile und Bolzen für Jana und Co. sollten auch nicht schaden, weil die Gegner werden doch jetzt heftiger. Und ja, da sollten wir definitiv ausgestattet sein. Mit Munition und mit guten Reagenzien für gute offensive Zaubersprüche. Auch da werden wir nochmal zu Horace gehen müssen und sehen, was er da noch für Zaubersprüche hat. Da waren einige wie Kettenblitzschlag und dergleichen, die definitiv helfen werden gegen Dämonen oder gegen größere Gargoyles, an denen man sich sonst doch ganz derbe die Zähne ausbeißt. Ja, das nächste Kartenstück, was wir uns schnappen werden, wird das in dem Schiffswrack sein. Der gute Omer in Buccaneers Den sagte uns seinerzeit, dass er auf der Empire gedient hat und das Kartenstück wäre mit dem Piratenschiff mehr oder weniger untergegangen, beziehungsweise sind die wohl auf Riff gelaufen oder auf einer Insel aufgelaufen. Er hat uns damals gesagt, dass südwestlich von Buccaneers Den verschiedene Inseln sind und auf einer dieser Inseln ist das Schiffswrack wohl zu finden. Da werden wir hingehen. Schiffswrack bedeutet dann wahrscheinlich auch Geister oder Skelette als Gegner. Die sind auch zäh, aber nicht so besonders wie jetzt ein Dämon oder sowas. Von daher würde ich sagen, wir steigen direkt ein. Wir sind noch unten in Shame. Schämen uns auch nicht dafür, dass die Truppe da unten so lange ausharren musste. Und ja, wir gucken mal, ob es da noch ein bisschen was zu looten gibt. Man ist ja gierig und das Abenteuer soll sich ja am Ende des Tages auch irgendwo lohnen für die Gruppe. Wenn die sich dann irgendwann mal wieder trennen, zurück nach Beutelsend kehren in den Bühl, dann sollen sie alle eine kleine Kiste mit Goldmünzen haben, dass es sich ja auch gelohnt hat. So, hier ist der gute Ibarra. Der steht hier noch und freut sich seines Lebens. Wir haben das Kartenstück. 1, 2, 3 haben wir jetzt. Das sieht schon mal ganz gut aus. Wir brauchen noch 6 Kartenstücke. Und ja, 13 Goldklumpen hier. Ich hatte, glaube ich, noch ein paar weitergegeben gehabt. Ja, genau, der gute Charmino trägt noch ein bisschen was. Sherry nicht. Katrina hat auch noch mal 27 bekommen, weil sie immer noch gut 10 Steine an Inventar tragen kann. Das wird hier in Stones gemessen. Und ja, von daher würde ich sagen, gucken wir jetzt noch mal ein bisschen, was hier so los ist. Ich denke nicht, dass wir noch an böse Gegner fallen werden hier. Da, wie ich schon gesagt habe, geht es auch gleich mit den Goldklumpen weiter. Da haben wir noch einen. Shame an sich war sehr linear, wenig Monster, die uns richtig zugesetzt haben. Hat sich aber, was das Looten anbelangt, definitiv gelohnt. Da ist noch einer, den erreiche ich, wenn ich hier einmal schräg rübergehe. Und ja, solche Dungeons, die lobe ich mir. Hier könnte noch ein bisschen mehr Loot sein, was so Rüstung und Waffen anbelangt. Jetzt ist hier das Licht wieder ausgegangen. Wer hatte denn hier von uns die Fackel getragen? Das war, glaube ich, doch sogar Katrina. Hat sie noch eine? Nein, sie hat keine mehr. Aber die gute Jana, die hat noch 11 Stück. Dann werden wir die mal rüber bewegen an unsere Liste. Katrina.
Das hat jetzt nicht, wie war das das letzte Mal? Jetzt habe ich das wieder vergessen. Katrina ist auf der Taste hier. So, bewegt bitte alle Fackeln. Dann machen wir das jetzt so manuell. Einmal zu Katrina rüber. So, und Katrina, du benutzt bitte eine. Damit wir hier wieder was sehen können. So ist das schon besser. Wir sind alle ein ganz kleines bisschen angeschlagen, aber das macht nichts. Hier hinten hören unsere tapferen Getreuen auch keine Geräusche. Dementsprechend sollten wir hier eigentlich niemanden in die Arme laufen. Linear meinte ich hiermit dann halt, dass wir extrem lange Gänge haben, wenig große Räume, wo irgendwas passieren kann und auch wenig Maze, also wenig Irrgarten-technisch irgendwie sowas, sondern wirklich einfach nur lange Tunnel, durch die man durchgehen kann, bis man irgendwo an einer Sackgasse endet oder eine Leiter gefunden hat. Und das macht den Dungeon Shame doch... was heißt langweilig? Man läuft halt ziemlich viel hier durch und ja, passiert halt dann relativ wenig. Wenn wir jetzt hier das Ende erreichen, können wir auch den Orb der Monde benutzen, um uns nach Britain zu teleportieren, weil wir brauchen das ganze Stück hier nicht wieder zurückgehen. Und die Leitern hochklettern, nur um den Ausgang dann zu suchen. Das würde dann auch so ein bisschen den zeitlichen Rahmen sprengen hier. Jeder gefundene Goldklumpen hier unten ist ein guter Goldklumpen. Da wollen wir uns jetzt mal nicht beklagen. Aber so ein paar Gegner, die jetzt halt nicht ganz so schwer sind, das würde sich hier unten natürlich noch lohnen, rein EP-technisch schon. Dass man hier für die anderen auch mal langsam Levelaufstieg bekommt, ein paar mehr Hitpoints dazu und auch die Attribute steigen wie Stärke, Geschicklichkeit, Intelligenz. Das wird einem doch dann hinterher bei den wirklich heftigen Gegnern, was denke ich mal zum Ende des Spiels passieren wird und kommen wird, doch definitiv hilfreich sein. Oder man muss grinden gehen. Das heißt also, das würde ich dann jenseits der Kamera machen, jenseits der Aufnahme nochmal in irgendwelche kleineren Dungeons reingehen oder Gebiete. Das ist jetzt insgesamt zu schwer. Und würde einfach EP farmen, nennt sich das dann. Dass ich dann einfach stumpf irgendwelche Gegner suche und die mit den Leuten umhaue. Damit ich dann doch mal an die Punkte komme, die ich hier brauche. Nicht, dass man sich hier an vielen Gegnern hinterher doch die Zähne ausbeißt oder die einen relativ leicht umhauen. Das ist dann nicht Sinn der Sache. So, und hier haben wir schon das Ende von dem Dungeon erreicht. Dann würde ich sagen, hier noch ein paar Goldklumpen dazugeholt. Werden wir jetzt den Orb benutzen, um wieder nach Hause zu teleportieren. Ich habe eine Karte hier. Castle Lord British. Da können wir auch hingehen. Dann soll uns der gute Lord Nase doch mal heilen. Das macht er doch sicherlich gerne. Sofern er wach ist. Ich weiß jetzt zurzeit nicht. Im Dungeon sieht man nicht, wie viel Uhr es gerade ist. Ansonsten müssten wir halt ein Stück rausgehen aus der Stadt und uns nochmal hinlegen. Das habe ich mir jetzt fast gedacht. Das sieht aus, als wenn es hier gerade tatsächlich Nacht ist. Die Fackel macht hier noch Licht. Dann gehen wir raus. Campen hier ja leider nur in der Wildnis.
ein Stückchen außerhalb der Stadtmauern. Das reicht dann schon. Hier, da können wir ruhen. Wir machen mal, sagen wir, ich weiß jetzt nicht, wie weit die Sonne untergegangen ist. Ich mache mal 7 Stunden. Wer wird wachen? Ich habe mich diesmal für Dupré entschieden. Viel zu essen ist nicht dabei. Wir haben das meiste, haben wir dem guten Ibarra ja gegeben, der uns so herzlich geholfen hat. Und das Stück Karte dann auch ausgehändigt hat. So, wir gehen jetzt zurück ins Schloss. Und auch gleich mal in die Münze. Da werden wir uns dann das Gold aushändigen lassen. Das ist wieder hier Mr. Lord British Incognito. Haha. Und der Jester, den brauchen wir auch nicht ansprechen. Und ist unser werter Herr, ist hier. Lord British ist da. Er fragt auch gar nicht großartig, wie es so mit dem Abenteuer vorangeht, aber das war in den älteren Versionen war es halt noch so. Später in Ultima 9 wurde man öfters mal wieder gefragt, wenn man da war, wie es denn läuft. Dann heil uns doch mal. Jetzt macht er wieder seine Geste und wir sind alle wieder aufgeheilt. So, was wir noch einmal kurz überprüfen können, ist, wie es hier so mit den Erfahrungspunkten aussieht. Horst hat 3000. Dupré nur 700. Also irgendwie, ja, und hier Chamino 1100, 1500. Sherry ist ganz gut dabei, weil die ja auch immer mit ihrem Bumerang ordentlich dabei ist für den als Fernkämpferin. Jana 763, Katrina 840. Katrina lasse ich natürlich auch relativ weit hinten stehen. Die sollte in Zukunft vielleicht auch mal irgendwie mit nach vorne gehen. Aber Dupré ist hier am schwächsten noch, obwohl er ja eigentlich unser Tank ist. Der macht mir so ein bisschen Sorgen, was das Treffen anbelangt. Vielleicht sollte ich ihm das nächste Mal das zweite Schwert in die Hand geben, statt dem Schild. Und dann soll er mit beiden Händen mal drauf wemsen. Gut, wir gehen jetzt erstmal in die Münze. Und dann werden wir doch mal gucken, was das hier Goldklumpen technisch gibt. Sollen wir mal schauen, wo denn die Münze gewesen ist. Ich glaube, das war nicht hier. Nein, das ist das. Oben sind die Baden, unten ist das Museum. Dann war die Münze hier. Hier ist die Münze. Will die aber schon gehen? Mittagessen oder sowas, ne? Terry, da ist sie wieder, die freut sich darüber, dass wir zurückgekehrt sind. Und hier war doch das, glaube ich, Tauschen. Habt ihr Goldklumpen, die ihr gegen Goldkronen eintauschen wollt? Ja, die haben wir. Dann kommt wieder hier, dass wir diesen kleinen Bonus bei ihr haben und wir dafür keine Steuern bezahlen müssen. Das wäre auch mal in Real Life ganz toll. Da wir der Avatar sind und da wird auch ein bisschen gezwinkert hier wieder. Sie übergibt dir für all deine Goldklumpen die entsprechenden Anzahl Goldkronen. Jetzt bin ich mir nicht so ganz sicher, ob sie die wirklich alle genommen hat. Ich habe jetzt hier 116, 1120, 500, 279. Ja doch, das sieht gut aus. Also hier werden dann tatsächlich auch von allen Charakteren die Goldklumpen eingesammelt und man muss nicht speziell derjenige sein, der sie anspricht, um die Klumpen dann zu tauschen. Ich speichere jetzt hier an dieser Stelle mal ab, wo wir das eingetauscht haben.
Wie sieht's mit den Reagenzien aus? Das ist mein Beutel. Wir haben hier noch du siehst ein Zulem. Keine Ahnung, was das sein soll. So, Spinnenseide haben wir noch. Alles so im Bereich von 20, 50 und Co. Wenn ich ins Zauberbuch wechsle, sind wir hier auch noch gut dabei. Feuerball 23, Massenerwecken haben wir auch, große Heilung 42, Explosion, Diebstahl und das war's hier. Hier wäre es auch ganz interessant, in die nächsten Stufen zu kommen, weil da auch die neuen Offensivzauber drin sind, die definitiv hilfreich sein werden. Na, da wollte ich jetzt nicht rein, sondern genau den Parierdolch wieder an die Hand zurückgeben. Die Ausstattung hier, wir haben noch 51 Pfeile bei Iolo. Die Bumerang von Sherry kommen ja wieder zurück. Wir haben hier noch einiges an Bolzen, das brauchen wir noch nicht. Katrina kann wechseln, aber sie ist ja unsere Fackelträgerin. Wenn wir auf Land sind, würde ich dann hier auch wechseln, beziehungsweise ja, kann man überlegen, ob man ihr dann das zweite Schwert auch in die Hand gibt, genauso wie dem guten Dupré. Das werde ich jetzt ja auch mal machen, bevor ich es vergesse. Und ihn dann doch ein bisschen mehr nach vorne schicken. Die anderen stehen schon so gut da mit ihren EP-Punkten. Das muss der Gute jetzt mal ein bisschen aufholen. So, die Inseln hier, Buccaneers Den, wir sind hier so mittig, sind südlich hier unten, südwestlich. Das ist wirklich der Zipfel hier unten. Ich würde nach Trinsic gehen mit dem Orb der Monde und von da aus einfach südwestlich. Trinsic ist vom Avatar aus mit der Karte zweimal nach unten. Klar, dass ich jetzt wieder die falsche Tasche erwische. Wir nutzen das Auge der Monde. 1, 2. Und jetzt müssten wir normalerweise am Steinkreis rauskommen. Der Steinkreis liegt etwas westlich noch. Wir kommen hier gleich in einen Wald, wenn wir jetzt Richtung Osten gehen. Normalerweise. Da ist eine kleine Hütte unten. Trinsic selber hatten wir ja schon abgehandelt gehabt. Beziehungsweise das ist der Schrein da unten. Eigentlich wollte ich eher zum Schrein, aber das macht nichts. Wir sind hier mitten in Trinsic. Da brauchen wir aus der Stadt eigentlich nur südlich raus dem Weg folgen. Und dann kommen wir auf die Küste zu. Das macht jetzt hier gleich einen Schlenker. Gegen. Gut, dass wir hier auch wieder im Horst kämpft. Ja, das sind jetzt Insekten hier. Gehen wir mal einfach weiter durch. Die tun nicht wirklich weh, aber die halten auch ewig auf und viel EP geben die kleinen Biester auch nicht. Aber diese Sumpflandschaften, die sind halt voll.
Stück. Hier fängt ein bisschen Gebirge, Gebirgeausläufe an. Genau, hier ist der Schrein, den wir schon gereinigt haben. Und weiter südlich von hier geht es dann Richtung der Inseln. Wir können eigentlich das Stück zurückgehen und wo der Weg seinen Knick nach oben macht, gehen wir über die grünen Felder einfach nach unten. Dann kommen wir direkt auf die Inseln zu. Dupré trägt immer noch unsere Jolle. Wenn wir dann auch die einzelnen Inseln absuchen. So, hier geht der Weg nach oben. Dann nehmen wir jetzt die einfach den Fußmarsch hier über das grüne Island nach unten. Hier sind wir jetzt an der südlichen Spitze. Hier müssen wir auch schon mit einem Boot rüber. Das heißt, wir nehmen den guten Dupré. Er muss es droppen. Genau, das war's. So, du droppst bitte mal die Jolle hier hin. Wir gehen wieder zurück in den Party-Modus und benutzen das gute Stück. Und dann geht's südlich von hier aus. Schwimmen wir direkt an einer Insel vorbei. Wir probieren mal erst die südlichste Insel hier. Da müssten wir eigentlich gleich drauf zukommen. Müssen wir aufpassen, hier sind noch diese Seemonster und sowas alles. Und vom Boot aus kriegen wir die nicht wirklich besiegt. Die tun dann tatsächlich auch ein bisschen weh. Einfach vor dem Ding wegkommen. So. Hier haben wir schon Island. Das heißt, wir gehen hier mal runter. Er lässt uns jetzt mal in Ruhe da. So, dann müssen wir den guten Dupré, der hat jetzt doch hier einiges eingesteckt. Dann muss die Jolle für uns wieder mitnehmen. Und jetzt hauen wir mal ganz schnell ab hier. So. Dann schauen wir mal, ob wir hier schon fündig werden. Wir müssten eigentlich auf der südlichen Insel von dem südlichen Zipfel sein. Er hat Geräusche aus dem Osten. Skelette und Geister. Das habe ich mir fast gedacht. So. Wir beginnen den Kampf. Allerdings, da ich ja Dupré nach vorne schicken wollte, müssen wir jetzt erst einmal heilen. Das bleibt jetzt nicht aus. Der hat doch gerade echt was auf die Nase gekriegt. Wir machen mal eine große Heilung. Bitte auf Dupré. Gut. Das Buch erstmal wieder weg. Und wir gehen hier in den Nahkampf rein. Dupré, das ist ganz gut. Du bist schon voll motiviert dabei. Charmino, du kannst von da aus den Geist auch schon attackieren. Das war falsch. So. Und mit dem Schwert. Sehr schön. Yolo, du müsstest von da hinten aus eigentlich treffen. Ich nehme dich aber erstmal nach vorne. Sherry, du triffst von hier auf jeden Fall. Du machst mal bitte hier den Skelett. So, Jana, du triffst von hier auf jeden Fall. Mit der Armbrust. Wo haben wir es? Du nimmst mal dieses Skelett da hinten, bitte. Sehr schön. Yolo, jetzt von hier aus. Er hat da, glaube ich, diesen magischen Langbogen. Den da. Sehr schön. Dupré, du gehst vor. Du sollst mal ein bisschen kämpfen. Sherry, du darfst auch mit dem Bumerang das Skelett angreifen. Danke sehr. Katrina, ja, du gehst jetzt auch mal mit vor. Das brauchen wir jetzt ein bisschen. Charmino, ganz gut, du stehst schon hier.
Geist kritisch getroffen, Geist ist tot, das ist gut. Jana, du mit der Armbrust ruhig wieder auf das Skelett da oben, das war daneben. Dupré, du kannst jetzt hier, du hast zwei Schwerter. Das trifft beides nicht. Also irgendwie gefällt mir das mit Dupré gar nicht. Der ist irgendwie nicht so ganz bei der Sache. Sherry. Skelett kritisch getroffen. Katrina, du gehst auch mal mit vor. Charmino, du musst auch vorgehen. Du gehst mal bitte schräg. Irgendwie ist Horst im Moment, macht gerade Pause. Genau. Yolo, magischer Langbogen bitte. Das Skelett ist tot. Jana, du schießt dann bitte weiter auf dieses Skelett da oben. Jetzt darf Horst auch wieder. Du rückst mal mit vor. Dupré, ja, du musst jetzt auch vorrücken, weil das Skelett ist tot. Sherry auch. So, Charmino, du auch wieder vorrücken. Yolo, du bist komplett out of sight. Sherry, hallo? Nach oben. Jana geht auch ein Stück vor, bitte. So, Horst kann schon angreifen. Den Geist. Einmal mit dem Parierdolch. Ist schon schwer verletzt. Das ist gut. Und mit dem Schwert nochmal Dupré. Du kannst... Oh, du kannst jetzt hier zweimal sogar. Nee, Quatsch. Dupré ist ja da oben. Mann, das war jetzt doof. Sherry, du gehst mal noch einen vor. Das ist zu weit weg. Hier. So, Charmino, du gehst mal bitte auf das mittlere Skelett. Schwer verletzt. Sherry, du müsstest von da aus jetzt eigentlich treffen. Boomerang 1, Boomerang 2. Sehr gut. Ah, Charmino hat ein bisschen was abgekriegt. Der kriegt aber auch da, wenn dann, von dreien. So, Horst, bitte den Geist. Kritisch. Geist kritisch. Dupré, du musst aufrücken. Du kannst mit auf den Geist kloppen, bitteschön. Charmino. Skelett kritisch getroffen, das ist gut. Jana, du bitte mal auf das zweite Skelett. Du hast daneben geschossen. Yolo, du könntest auch mal gucken, ob du den hier triffst. Ja, sehr schön. Skelett auch wieder kritisch getroffen. Sherry, du machst oben weiter bei den beiden Klappergestellen hier. Nummer 1 und Nummer 2. Horst, du wieder gerne mit Parierdolch. Geist ist tot. Ja, jetzt von hier geht natürlich nichts mehr. Ja, Katrina, es tut mir leid. Also du bist da jetzt spät. Charmino, ruhig wieder den vorderen. Yolo, du rückst mal hier noch ein Stückchen auf. Sherry, du machst weiter mit Boomerang. Ah, das war daneben. So, Jana, du triffst bitte mal den hier oben. Der scheint irgendwie abzuhauen. Treffer. Horst, aufrücken. Dupré, aufrücken. Charmino, du kannst hier ums Eck rumschlagen. Nummer 1. Nummer 2. Yolo. Du bitte ruhig mal Sherry unterstützen da oben. Sherry, du den unteren Klappermann hier. Sehr schön. Jetzt hast du den oberen getroffen, aber das ist auch nicht schlimm. So, Jana, du bitte dieses Skelett hier. Sehr schön. Horst, aufrücken. Charmino gleich wieder ums Eck rum. Eine Sekunde, es geht gleich weiter. Einmal Parierdolch. Schwer verletzt, das ist gut. Kritisch getroffen. Charmino ist auch ganz gut dabei, was den Schaden anbelangt. Sherry bitte auch einmal jetzt hier. Schwer verletzt. Yolo, du wieder dort oben den.
Der ist auch schon platt. Sehr schön. Dupré, du kannst mal hier ein bisschen... Das sieht aus, als wenn der gar nicht trifft. Das ist, ja, merkwürdig. Jana, du kannst mal bitte den hier anvisieren. Kritisch getroffen, sehr gut. Barry, du darfst wieder ein paar Boomerang-Sachen auf den Klappermann machen hier. Noch nicht tot. Iolo, ja, du unterstützt mal Sherry. Das war in die falsche Richtung. Shamino aufrücken. Horst, du kannst mit nach vorne. Schon tot. Ja, da an den komme ich nicht dran. Einmal passen. Dupré, du musst aufrücken. Shamino auch. Katrina steht jetzt gerade da rum. Die ist gar nicht mehr mit dabei. Sherry hat getötet. Das ist gut. Gut, Iolo aufrücken, Katrina aufrücken, Jana auch. Horst ebenso, Dupré auch. Ja, jetzt im Moment müssen wir alle eher ein bisschen in die Richtung. Da oben liegt irgendwas. Zumindest liegt da irgendwie ein Stamm oder sowas. So, Shamino, du hast hier noch ein bisschen Messerarbeit zu leisten. Der ist tot. An den einen Geist da vorne kommen wir noch nicht ran. Dann rückt ihr alle mal ein bisschen auf. Sherry genauso, Katrina auch, Iolo genauso. Shamino, du triffst hier nicht, du gehst mal geradeaus. Iolo, du müsstest eigentlich treffen. Und der Geist ist tot. Oh, da liegt auch ein Schiff, das ist gut. Wir gucken mal, ob man jetzt diese ganzen Leichen hier auch looten kann. Oder ob die überhaupt irgendwas dabei haben. Ich glaube, diese Skelette. Ach doch, haben tatsächlich was. Schwert, Holzschild, Lederhelm. Es lohnt nicht wirklich. Da sind Goldstücke. Das lobe ich mir. Die nehmen wir mit. Was haben wir hier oben? Du suchst. Findest Schwert, Dolch, 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 Dolch und 47 Goldstücke. Gerne mitgenommen. Hier sind 21 Goldstücke. Sehr schön. Hier finden wir nochmal 12 Goldstücke. Das ist super. So, zurück in den Party-Modus. Ich werde jetzt hier an der Stelle eben speichern und einmal kurz nachschauen, wie das jetzt hier mit den EPs ist. 3763. Ich verstehe nicht, dass er nicht trifft. Er hat Geschicklichkeit 23 und Stärke hat er 26. Shamino 26 und 21. Also der Unterschied dazwischen ist überhaupt nicht groß. Und trotzdem trifft er nicht. Das ist wie in World of Warcraft, wenn man zu Klassikzeiten eine Waffe noch nicht gelevelt hat, sondern die gerade erst bekommen hat. Dann hat er auch ständig daneben gehauen. Also das ist komisch. So, mal gucken, ob hier in dem Schiff irgendwas ist. Und wir haben das Kartenstück. Wir haben tatsächlich dann, das war die erste Insel, die wir jetzt hier unten bereist sind. Es sind 5 Stück insgesamt. Und gleich das Kartenstück bekommen. Das ist sehr schön. Horst packt es in die Tasche. Dann haben wir unser 4. Kartenstück bekommen. Das sieht schon mal ganz gut aus. Und ja, fühlt sich schon hervorragend an. Das nächste Kartenstück... bringt uns wieder in einen Dungeon, und zwar in den Dungeon von Destart. Wir hatten seinerzeit, ich muss mal gerade in meinen selbstgeschriebenen Abenteuerführer gucken, mit einem Koch gesprochen. Ich hatte da heute schon einmal kurz reingeguckt, um zu sehen, genau, Sandy, mit dem Mart nach Trinzig gegangen und er kocht da was und er wollte von uns das Ei eines Drachen haben und meinte, im Dungeon Destart wird es diese Drachen geben.
Das Problem ist, dass wir uns an diesem Drachen noch ganz, ganz, ganz derbe die Zähne ausbeißen. Das ist im Moment mit dem Stand, den wir haben und dass Dupré ständig daneben haut, noch nicht wirklich gut. Und mir fehlen auch noch so ein paar Offensivzauber. Ich müsste nochmal zu Horace gehen, um zu gucken, was er uns an Zaubern noch geben kann. Das wäre auch eine Sache, die man noch eben machen kann. Das wäre Scarabrae. Und der gute Horace lebt ja auf einer Insel nördlich von Scarabrae. Und da wollen wir doch nochmal eben hin. Scarabrae ist mit dem Stein der Monde nach schräg unten vom Avatar aus. Schräg links unten. Wir haben seinerzeit nicht alles geholt, weil die Sachen auch relativ teuer waren. Nur durch diese Goldklumpen haben wir doch jetzt einiges an Geld gemacht, dass wir zumindest nochmal zu Horace gehen können. Wo sind wir denn hier rausgekommen? Hier ist Scarabrae. In irgendeine Richtung. Hier ist ein Weg. Nee, genau, hier war ich auch. Hier war das mit den Körben. Hier ist die gute Frau, die ja auch so einen Korb für uns machen könnte, wo es da um irgendwas ging mit einem Ballon oder sowas. Für den Fall, dass wir wirklich mal mit einem Ballon irgendwo hin müssen. Hier ist der Anlegesteg, genau. Dann wissen wir zumindest, wo wir den Korb herkriegen und Stoff. Wir hatten auch was mit Stoff gehabt. Das war wieder das Nutzen. Hier. So. Partymodus zurück. Einmal die gute Jolle benutzen. Wieder raus. Hier sind ein paar Fledermäuse. Es wird auch langsam dunkel. Dupré, du nimmst bitte noch einmal die Jolle wieder an dich. Zurück in den Partymodus und dann gucken wir mal, wo der gute Horace ist und ob er auch noch wach ist. Das ist er. So, genau, er hat ja immer so ein bisschen in Rätseln gesprochen, der gute Zauber. Und genau, zeig mir nochmal die 5. Explosion, Blitze und Lähmen. Und ich glaube, ich habe bis jetzt nur die Explosion und das Lähmen. Da muss ich jetzt gerade nochmal reinschauen. Horst, bitte einmal das Zauberbuch equippen. So. Stufe 5, genau. Wir haben Explosion und Diebstahl und darüber hinaus nicht mehr. Wobei ich mir jetzt auch nicht sicher bin, ob Horst die nächste Stufe schon kann oder ob das erst mit einem Levelaufstieg ist. Wir gucken gleich auf jeden Fall mal in den 6. Zirkel auch rein. Aber diesen Offensivzauber Blitze, den würde ich mir auf jeden Fall schon mal bei ihm kaufen. Also Zirkel 5 und die Blitze, 150 Gold, die nehmen wir mit. Er übergibt uns die Rolle. Wir gucken nochmal in die 4. Schwere Verwundung. Das scheint auch offensiv zu sein. Wir nehmen es mal mit. So, und jetzt wir können nochmal in 3 auch reingucken. Was haben wir hier? Feuerball haben wir. Und ein Fluch. Was will er denn für den Fluch haben? 90. Hat er noch so viele? Ja, nein. Hat er die jetzt genommen? Hat er gar nicht. Er hat nicht genug. Okay. Dann muss ich erstmal noch ein bisschen Gold rüberbringen.
Move. 500 Goldstücke zu und Horst, untragbar. Okay. Horst, du bist zu schwer. Wir schicken den Zauberspruch erstmal ins Zauberbuch rein. Können wir irgendwas hier mal abgeben? Also Horst braucht ja die ganzen Reagenzien und den Beutel auch. Ich droppe jetzt erstmal das Schwert nach hier hin. Ein bisschen Platz. Gut. Ich brauche Gold. Charmino, gib mir bitte all dein Gold. Dann kriegen wir jetzt zumindest 400 Goldstücke. Gut, das sieht schon besser aus. So, 471. Zauber. Ja, dieses Item-Management, das war halt immer so ein bisschen schwierig. Das hatten wir ja schon. So, schwere Verwundung, den wollte ich auch haben. Den hat er sich gerade nicht genommen. So, ich bekomme die Schriftrolle. 3. Den Fluch wollten wir auch mitnehmen. Ja. So, was gibt es denn noch in 2? Magischer Pfeil. Vergiften, Falle und Zauberschlüssel. Da muss ich jetzt mal gerade ins Buch reingucken. Was wir denn in der 2 haben. Wir haben Gift, wir haben Telekinese, wir haben Magie öffnen und eine magische Falle. Wir haben jetzt hier bei ihm noch 261. Lass uns nochmal in 2 gucken. Der magische Pfeil 60 Gold, den nehmen wir. Nochmal 2. Den Zauberschlüssel, was das sein soll, weiß ich auch nicht wirklich. So, wir hatten aus der 5 vorhin geholt. Jetzt gucken wir mal in die 6. Wow, das ist natürlich Flammenwind, Hagelsturm, Giftwind. Was will er denn für den Flammenwind haben? 180 Goldstücke. Horst, fehlen die 180. Dann... Genau, Horst hat nur noch 141. Das heißt, wir machen das anders. Stopp. Wir bewegen erstmal die Zaubersprüche wieder ins Buch. Dann haben wir hier ein bisschen Ordnung. So, jetzt nochmal 400 Goldstücke zu Horst. Und Horst, meine Süße, du redest hier nochmal mit Horace. So, dann gehen wir nochmal in die 6. Der Flammenwind. Ja, er übergibt die Schriftrolle. Nochmal die 6. Giftwind. Wir haben auch Hagelsturm. Hört sich auch gut an. Nochmal die 6. Und da haben wir Giftwind. Ja. So, wie sieht's aus mit der 7? Okay, also 6 können wir schon. Und die 7 bin ich noch nicht bereit für. Aber er zeigt uns das ja trotzdem. Da ist es nämlich Kettenblitz, Energiewind, Todesblitz, Massenfluch und Flügelschlag. Massenfluch ist natürlich auch eine tolle Sache, wenn man es gerade so mit richtig vielen Gegnern zu tun hat. Was kostet denn der Kettenblitz? 210. Okay, aber da fehlen die Goldstücke. Ja, mal sehen, wie viel wir noch dabei haben. So, Charmino 320, 500 Iolo, 279 Jana und 560 Katrina. Also diese Zauber sind definitiv wichtig.
Aber wir können die uns ja immer wiederholen, weil wir ja genau wissen, wo der gute Horns zu finden ist. So, Blitze und hier auch Flammenwind 23. Also die Reagenzien werde ich auf jeden Fall auffüllen, bevor wir nach Destat gehen. Und ansonsten müsste man gucken, wo die anderen, also wenn es mit Destat nicht klappt und die Drachen ein wenig zu heftig sind, müsste man gucken, wo die anderen Stücke zu finden sind. Destat wäre hier zumindest noch der Dungeon und das letzte Stück hat ja der gute Omer noch für uns. Und er sagt ja auch, wenn wir alle Stücke haben, dann würde er uns das andere auch geben. Ja, wir sind jetzt bei 47 Minuten. Ich würde sagen, ich speichere jetzt hier an dieser Stelle ab und dann werde ich vielleicht off-cam oder off-recording mal sehen, dass ich Dupré ein bisschen an Start kriege. Mal mit dem ein bisschen grinden. Das wird sich zeigen, mal sehen. Und dann wird sich auch entscheiden, in welchen Dungeon wir als nächstes gehen, ob wir wirklich nach Destat reingehen und das mit den Drachen mal probieren. Oder ob es noch ein anderes Kartenstück gibt. Hier sind so diverse Notizen in meinem Buch noch drin, wo die anderen Teile zu finden sind. Und da würde ich sagen, sehen wir uns dann beim nächsten Mal wieder. Es wird noch ein Spin-off geben, weil der gute Sir John mir auch wieder überarbeitete Sprachdateien für Ultima 6 geschickt hat. Das Quest CSI, Polizeiarbeit mit Quentin, der Mordfall, der führte mich ja seinerzeit in eine Irre. Da waren ja einige Keywords, die nicht getriggert werden konnten. Und er hatte einiges dran überarbeitet, zumal ich wohl auch mit einer zu alten Version gespielt habe, die nicht mal Sinaloe mehr hatte. Er hat da jetzt ein bisschen was probiert, dass man wohl auch zumindest einen Reward kriegt oder dass eine Meldung kommt, dass diese Questreihe wirklich auch beendet ist. Und da wird es ein Spin-off CSI Britannia geben, der Reboot. Und das läuft jetzt einfach dann mal nebenher. Ich werde nicht von da aus wieder komplett neu loslegen, sondern einfach nur diese eine Questline nochmal probieren, um zu gucken, ob das dann jetzt auch wirklich alles so funktioniert, wie der gute Sir John sich das gedacht hat und wie man das eigentlich als normaler Spieler in dem Spiel auch erwartet, ohne dass man da hin und her läuft und in die Irre geführt wird, weil irgendwo fehlten ja da komplette Hinweise, wo man wirklich hingehen sollte. Von daher würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, wenn es wieder heißt Horst, der Avatar in Britannia. Bis dann, ciao.